Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Brerax Adventures. Heute ist es soweit, heute probieren wir aus, ob wir Alpha Boss Begegnung auf Valguero im regulären Boss Terminal bestehen können oder nicht. Dafür habe ich schon soweit alles vorbereitet am blauen Obelisken. Wir haben unsere sämtlichen Arena-Hybriden dabei, also unsere Kämpfer, natürlich unsere Nicht-Kämpf-Hybriden natürlich nicht. Und dann hat man noch ein bisschen Platz, also habe ich noch ein paar SCPs mitgenommen. So die kleinsten von denen. Mal gucken, ich rechne mal damit, dass wir ein paar Sachen verlieren werden. Ich meine, das ist ein Alpha-Fight, trotz dass wir ein paar Hybriden haben, die richtig beefy mittlerweile sind. Nichtsdestotrotz, mal abwarten, was da passiert. Entweder wir sind dafür schon gut ausgestattet und wir kommen da super butterweich durch oder relativ gut durch, oder wir kriegen da ordentlich eins auf die Klatsche und wir müssen fürs nächste Mal eine Armee ausheben. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Gleichzeitig haben wir auch noch hier Ruckeli-Ruck, in-game mitten in der Nacht, und jetzt sieht man hier so wunderschön auch einmal, wie die Basis beleuchtet ist, ohne dass wir hier irgendwelche elektronischen Lampen oder sonst was rumhängen haben. Das sind alles nur die Z-Pflanzen. So, dann gehen wir mal aus dem K-Modus raus. Ich habe ein Epidermis-Tool dabei, damit wir uns hier Haut ziehen können, eventuell. Einmal hier nochmal kurz durchs Wasser durch, damit wir den Buff da kriegen. Und ja, dann teleportieren wir mal rüber zum blauen Obelisken. Artefakte und Co. habe ich soweit dabei, was wir brauchen. Dann schauen wir mal. Aber ich denke mir mal, naja, für den Bossfight selber brauchen wir keinen Tag. Zwar müsste da eigentlich. Ich weiß nicht, ob das. Ob das einhergeht mit der Serverzeit, also mit der Spielweltzeit, ob es dann jetzt da auch dunkel ist oder ob das generell dann dunkel ist oder ob das da hell ist oder so. There we go. So, ja, wie man sehen kann, habe ich hier soweit alles vorbereitet. Die nur stehen hier soweit alles, was wir mitnehmen können, so. Ja, ich denke mal, so ein paar von den Kleinen hier, da bin ich nicht zuversichtlich, dass sie lange durchhalten werden. Bei den ganz Kleinen hier. Wenn unser Super Destroyer Terroraptor. Der wird ein bisschen durchhalten. So, dir wollte ich aber noch was geben. Du bist unser Heiler. Dir wollte ich noch die da reingeben. Solltest du eigentlich genug haben, dich da selber hochzuheilen und zu fressen. Ja, dann müssten wir mal gucken. Für nach dem Kampf habe ich noch vier Eierchen dabei. Mal gucken, was da überlebt. Und guck, der müsste jetzt eigentlich hier so alles da rein. Das nicht. Und ja, ich weiß gar nicht, ob der uns überhaupt da reinlässt, wenn wir Tech-Klamotten anhaben, geschweige denn, ob der sämtliche Dinos damit hochzieht oder nicht. Ich habe extra geguckt, dass die in dem kleineren Kreis hier alle drinnen stehen, nicht in dem erweiterten. Gucken, ob das passt oder nicht. Sieht aber ganz gut aus. Ich hätte, glaube ich, den erweiterten auch nehmen können. Ja, worauf wir reiten, weiß ich noch nicht. Am besten ein Dino. Ah, der da, also unser Destroyer, der kein Destroyer mehr ist. Weil er noch keinen Rang-Update hatte. Wenn wir jetzt da alleine stehen, dann haben wir etwas falsch gemacht. So, die SCPs sind mit hier oben. Das ist wunderbar. Mich dünkt, es ist alles mitgegangen. Das ist ja sweet. So. Folgen dem hier alle, und die Folgen sind alle auf mein Ziel angreifen eingestellt. Dann schauen wir mal. Da kommen direkt mal mehrere in den Fight rein, soweit ich weiß, wa? Oh ja, ein Drache kommt später runter. Oder immer drauf, würde ich sagen, wa? Kommt ja noch alles mit? Na, ein paar Kämpfe da hinten schon. Komm. Hier gibt es schon ordentlich auf die Fresse. Das ist, so machen wir es fast. Uha, da gehen schon die ersten raus. Ja, mal gucken. Wir haben auch ein paar Superstarke dabei. Also, das kann noch werden. Noch ist ja nicht alles Hager haben. Erstmal ordentlich drauf, denn. Ja, die Kleinen fallen ziemlich früh, und die keinen Sattel haben. Relativ klar. Egal, ordentlich hier reinnibbeln. Wird schon schief gehen. Und nicht großartig überlegt, wen wir zuerst attackieren. Ein paar sind schon aufgenommen, wie den Manticore. Egal, wir stehen gleich wieder aus. Ich hoffe so. Nein, wir haben gute Schadensaufteiler dabei. So ist es ja nicht. Ja, 5000 Schaden, 3000 Schaden. Da geht was. Eischaltenturm hier, nichts reguläres. Ich hoffe, dass wir irgendwie mit der Antimaterie weiterkommen für den Hybrid von 2. Alpha, irgendein Dragon haben wir schon besiegt. Wunderbar, da ist aber wieder was down.
mit Verlusten ist zu rechnen, aber ui, 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 da kriegen wir ordentlich Schaden. Und der nächste geht down. Und der Epicode, ja, die sind alle aus dem ersten Ordner noch zum Teil. Der Epicode war definitiv aus dem ersten Ordner von den Hybriden, die wir gemacht haben. Also, gerade die Shiny-Hybriden, die wir dann gekriegt haben durch Trick-or-Treat-Dinger, die schlagen sehr gut. Sag ich mal so, ne? Weil, naja, die kommen mit einem sehr hohen Level drauf. Bye bye Alpha-Affe, würde ich mal sagen. Du hast nicht mehr viel. So, jetzt haben wir nur noch den Manticore. Und die STPs halten sich verdammt gut, muss ich mal echt sagen. Und dafür, dass der STP hier nur 7,8k Gesundheit hat, ich meine, der hat einen Heilungsbuff, aber... Wo ist denn der? Da oben ist der Manticore. Ich will nur warten, bis er runterkommt, du. Mach ich mal kurz auf aggressiv. Falls ich das nicht so schnell mitkriege, dass er unten ist. Da komm da. Alle drauf. Ja doch, das klappt gut. Nein, wir haben zwar ein paar kleine Verluste, aber das ist vertretbar. Nicht wieder hochhopsen. Och nö. Oh, unser Dino auf dem wir reiten ist fast ausgenockt. Ugh. Was kämpft er denn jetzt noch? Komm mal wieder runter. Ist doch langweilig da oben. Extra keine Flyer mitgenommen. Na, ihr macht das schon. Ich versuch mal eben, ob wir uns hier nicht ziehen können. Oh, Tech-Anzug funktioniert hier aber nicht. Alles klar. Aha. Haut jeder mal drauf. Ich will davon nichts mehr abkriegen. Ich will zu dem Monkey. Wo ist der Funky Monkey? Der ist wahrscheinlich mitten unter dem Drachen oder so, wa? Natürlich wunderschön begraben hier. Ich will aber auch noch eine Monkey-Haut haben. Mann, die Hitbox von dem blöden Drachen Körper ist verdammt groß. Und man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Dann gehen wir einfach mal hier mitten übers Battlefield hier. Komm ich da nicht ran? Oh, das war ein STP. Ich darf hier nirgends langlatschen. Was ist das für eine Scheiße? Schnapp ihn, Jungs! Schnapp ihn! Hat doch nichts mehr. Macht er gut. Wunderherrlich. Sweet. Krieg ich da auch noch eine... Oh, du hast gar keinen Körper hinterlassen. Naja, never mind. Das lief ja ganz gut. Wenn wir gleich nur mal gucken, wie das beutetechnisch aussieht. Das kenne ich doch gerade noch. Ja, wunderherrlich. Den Rex-Sattel, den hätte ich schon gerne. So, sweet. Jo, ging. Also ich habe mit mehr Verlusten gerechnet. Oh, Traumtänzer. Hm.
Netarena. Nur bei den Hybriden habe ich festgestellt, von dem Rücken runter gucken ist nicht so pralle. Ah, unser Heiler ist knocked out. Oh mein Gott. Aber du hast dich super gehalten, ey. Den haben wir auch schon ewig. Der war, glaube ich, auf dem zweiten Ordner, den wir überhaupt Angriff genommen haben. Ey, warum bist du jetzt noch gekillt worden? Tja, das muss nur alles wieder mal hier wach werden und ja, wieso ist denn jetzt noch einer beim Rausteleportieren gekillt worden? I don't get it. Und wer ist gekillt worden? Mal gucken. Verlass Verlasso Scorpius. Oh, der Skorpion ist hier hops. Na gut. Tja, jetzt ein bisschen heller wäre schon ganz geil, damit ich auch ein bisschen was erkennen kann. Gerade voll nebelig hier. So, wir müssen nämlich nur noch nachgucken, ob hier irgendwo was drin ist. Wir haben Fahnen gekriegt. Wir haben ein bisschen davon gekriegt. Trophäen gekriegt. Ich sehe aber nichts von Antimaterie-Zeugs oder so. Vielleicht bei einem Dino drinne. Who knows? Da ist nichts drinne. Du hast Küchlein drinne. Unser Superheiler. Auch nichts. Irgendwas? Nur Special Fleisch, weil unsere SCPs gestorben sind. Oder einer unserer SCPs. Ja, freu dir mal. Du hast auch nichts, aber du hast ein bisschen. Wow, da hat jemand aber Levelchen gekriegt. 20 in Gesundheit hast du schon. Huhuhu, da war nicht mehr viel über. Aber die normalen SDPs, die schlagen sich gut, ne? Ich glaube, da war noch ein Level. Ich denke, das sollte Antimaterie frei machen hier. Warte, hier ist doch irgendwo ein Beutel. Oh, was sind das für komische Lichtverhältnisse hier, du? Da. Sonst noch irgendwo was? Don't see anything. Voll matschig alles am Aussehen hier. Du dann noch? Pelagones Egg? Ach, von vorhin, ja, fallen gelassen. Ja. Okay, das sollte aber irgendwie Antimaterie freischalten. Wieso haben wir da in der Richtung noch nichts? Wir haben Manticore-Flagge, wir haben Gorilla-Flagge, wir haben den Drachen, wir haben den Alpha-Manticore-Trophäe, Drache-Trophäe, Affen-Trophäe, soweit so gut. Und die Antimaterie jetzt? Das war der Hauptgrund, warum wir hier hingegangen sind. Oder haben wir jetzt damit die Erlaubnis, dass wir höheren Schwierigkeitsgrad in dem anderen Mod gehen? Ich würde doch hier mal gerne mit dem Mod hier weiterkommen, ja. Dafür, da brauchen wir Anti-Element. Das Anti-Element sollte eigentlich in den Alpha-Begegnungen droppen. Oder brauchen wir jetzt Kämpfe aus dem Ding? Hier ist nichts drin. Nee. Ich bin mir sicher, dass die Mod-Seite gesagt hat, du kriegst das, wenn du Alpha Fight gehst.
No wins recorded. Ach so, ja, wir müssen uns erstmal einmal sterben lassen, damit sich das aktualisiert. Denn machen wir das doch. Snabulieren wir ein bisschen organisch Poli. Dann sollte das kein Problem sein. Inventar muss ich sowieso aufräumen, von dem ist das ganz praktisch jetzt. So. Alter Schwede. Ist mein Chibi größer geworden? Nee, das war nur von der Perspektive her. So komisch. So, sagst du jetzt was Aktuelleres? Ja, Alpha Manticore, Alpha Dragon, Alpha bla bla bla. Okay, und du no wins recorded. Ha. Merkwürdig. Gibt's da jetzt was drinne? Nö. Das ist ein merkwürdiger Mod. So langsam geht der mir so tierisch auf die Keks hier, du. Sauteuer, sehr, sehr spät alles nur ranzukommen. Die Hälfte davon funktioniert nicht. Und null Hinweise, wie man an den Scheiß rankommt. So, insert Hard Drive. Und Hard Drive braucht Anti-Element. Anti-Element sollten wir jetzt von den Bossen gekriegt haben. Haben wir aber nicht. Sauerei. Haben wir da eventuell was liegen lassen? Warte. Gib mir mal. Mr. Lafunzel? Da liegt nur ein Ei rum. Ansonsten liegt hier soweit nichts mehr rum. Außer die Eier halt, nicht? Du, das stimmt was nicht. Jo, da sind wir wieder. Also, ja, hat eine kleine Zeit gedauert, bis die ganzen Dudes hier wieder aufgewacht sind. Aber jetzt sind sie wieder stark, klar. Wir hatten noch ein bisschen Platz, dann habe ich jetzt auch noch mal die anderen SCPs hier mit rüber geholt. Mal gucken, wie die sich schlagen oder ob die mit da reinkommen. Und mal sehen, ob wir jetzt da irgendwas von wegen Anomalie-Zeugs kriegen oder nicht. Ja, ist ein Longshot. Denn die komische Konsole da, die ebenfalls für Bosse da sein sollte, die wir kurz in der Basis kurz stehen gehabt haben, da steht Beta dran. Und wenn da Beta dran steht, keine Ahnung, vielleicht müssen wir das Zeug in Beta freischalten. Ich weiß nicht, das ist letzter Versuch. Ansonsten lassen wir den Mod links liegen, lassen ihn zwar drauf, aber lassen ihn da hinten irgendwo dann vergammeln, weil bringt ja nichts, wenn das nie vorangeht. So, jo, nachdem das hier so einen halben Ingame-Tag gedauert hat, sollten wir jetzt eigentlich startklar sein und ja, den schauen wir mal, ne? Die Dudes sind soweit wieder alles wach und Topor weitgehend runter. Einer hat da noch ordentlich was, aber naja. Schauen wir mal. Fast alle da, die Gigagröße und die Pseudo-Lyrics sind nicht mit dabei. Aber ich mir fast gedacht, dass die nicht damit rein können. Naja, aber das wird schon. Ja, den wollen wir noch mal nicht. Sollte leichter funktionieren als gerade. Dann werden schon die ersten wieder betäubt. Scheiß Manticore. Wäre schön, wenn der erste Manticore runterkommen würde. Da wir den anderen Deckelchen geben können.
Naja, jetzt schon. Dann halt wieder erst der Drache. So, müsste eigentlich alles draufgepfiffen sein, auch wenn man mich nicht gut erkennen konnte. So, machen wir euch mal auf aggressiv. Möchte ich auch schön von einem diesmal abkriegen. Sollte definitiv leichter funktionieren als der Alpha Fight, weil, naja, ist Beta, ne? Damage machen wir noch ordentlich, soweit so gut. Bitte nicht allzu viel diesmal K.O. gehen, das hat Ewigkeiten gedauert und verdammt viel Stimulanten gekostet, bis die wieder wach waren. Komm mal, mach den Fett. Sweet. Element, Dragon Flag, und keine Ahnung was. Allerdings kein Anti-Element. Alright. Boah, bist du jetzt aber. Wow, du bist ordentlich runtergegangen jetzt auf einmal. Manticus mal wieder der letzte, das ist, weil der blöde Viech mal so ewig in der Luft bleibt. Der Zinomel ist down. Oh. Naja, kriegt ja auch keinen Sattel. Das ist nicht großartig verwunderlich. Müssen wir hier unbedingt in dem Gift baden? Ach, unser eigener Dino vergiftet uns. Hammerhart. So, das ist Megapithecus und wieder kein Anti-Element. So weit, so schlecht. Kommen wir da überhaupt ran? Ein Downziehen-Zauber. Lass es nicht wegfliegen. Ich bin auch nicht wegfliegen lassen. So, lass es drunter droppen. Lass es dann bitte auch das geben, was wir brauchen. Schon wieder abgehoben. Das ist doch. Eine fiese Map bist du. Hat dir schon mal jemand gesagt? Wo ist eigentlich unser Heiler? Tichodos. Der ist da bestimmt im Knacken unter dem Affen. Kriegen wir von dem Affen diesmal eine Haut? Das wäre super sweet. Fehlt nämlich nur noch der Manticore. So. So, macht's fertig. Jetzt nicht woanders landen können. Alle mit, ey. Gucken, dass wir den da hinten irgendwo hingezogen kriegen. Ach, Ausdauer. Wo bist du? Nee, ja. Und ich sehe auch kein Anti-Element. Und schon wieder keine Leiche von dem Ding. Einer lässt immer keine Leiche zurück. Das ist doch. Beschiss ist das doch. Und Anti-Element oder sowas? Nö.
bisschen Trophäen hier, Zeugs hier, aber sonst. Ha. Merkwürdig. Funktioniert halt nicht. Naja, der machst du nix. Tja, unser Heiler ist Knockout, aber sonst ist alles in Ordnung. Der Xenomel, den haben wir verloren. Aber sonst. Alles im Bereich des okay. Mäßigen. Soweit. Naja, halb gut. Naja, haben wir die Bosse wenigstens da mal gemacht, aber das, was die uns eigentlich geben sollten, war bis jetzt Pustekuchen. Jetzt haben wir nur noch die wir so beschwören können, halt eventuell. Obwohl die Beschwörung darüber nicht eigentlich nichts mit dem anderen Hybriden-Mod zu tun haben sollte. Mal gucken. Warten wir's ab. Tja, wie gesagt, die beiden großen Dudes, die sind nicht mit ihnen in die Arena gegangen. Da wissen wir das wenigstens auch schon, dass ihr nicht in die Arena dürft. War mir aber schon fast klar, dass denn der so laufen wird. Dann hast du natürlich auch nichts bei dir im Inventar drin. Ich check hier nochmal alle, ob da eventuell einer dabei ist, der da den Loot für gekriegt hat. Ich bezweifle es. Hätten wir das beim letzten Mal schon gehabt. Das Ding schlägt sich super. Das kann auch nicht getopert werden. Das hat nämlich gar keine Topo-Anzeige irgendwie so. Zack. Du kannst, glaube ich, auch nicht betäubt werden oder so. Doch, du hast da Topo, aber. Ist noch im Bereich des Grünen. So, ich glaube, du brauchst Gesundheit. Du brauchst Gesundheit, definitiv. Ja, yeah, you're completely stuck. Dann machen wir erst die anderen weg. Ich glaube, du bist auch nicht mitgekommen, oder? Kann das sein? Oh, du warst vorhin mit dabei. Dann warst du nicht richtig im Kreis drin. Ja, merkwürdig, wie die Kreise hier funktionieren. Ne? Ich extra darauf geachtet, dass mindestens 3/4 von denen über den großen Kreis hinüber ist. Hier über die Außenkante. Ich dachte, die beiden Vorderläufe oder so mit da drinnen stehen, aber. Den Phosphor da oben nicht gesehen. Den Kanonverschnitt. Tja, den gab das da wohl nix. Oh, da hat aber jemand viel hergelegt. Jesus. Na gut, dann packen wir euch mal wieder weg. Ich glaube, den Futterdruck können wir hier eigentlich soweit stehen lassen. Das ist, falls wir hier nochmal irgendwie mal irgendwann mal reguläre die Bosse machen wollen, anstatt die ganzen Token-Bossen von SCP und hast du nicht gesehen, dann machen wir das wieder von hier. Ist zwar ein bisschen schattig hier, also Lichtverhältnisse sind kacke, aber hier kann man die gut aufbauen, die Armeen dafür. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zu da, wo ihr hingehört, nach Boss Arena. Und packen da die aus, die dann da wieder zu Hause sein sollen. Wobei unsere Armee ein wenig geschrumpft ist. Aber das macht nichts. Dafür sind sie ja da, unsere Hybriden. So, fangen wir mal mit dir
an. Du bist also noch im Schlafmodus. Du kannst hier ausruhen. Und ja. Terroraptor. Nee, SCP nicht. Spinosuchus. Du hast hier dein Parkplatz. Ja. Arena guckst du, so, ups, du kommst so, zack. Badabam, und der schlägt sich auch wacker, der war auch relativ früh gecraftet. Ich glaube, das war im zweiten Ordner, ne? So, du stehst ja mal hier rum, ne? Da ist noch ein weiterer Terroraptor, der Shiny. Der ist super. Der Supra ist von super. So, damit haben wir unsere derzeitigen Hybrid-Bossfighter wieder alle zusammen hier. Ihr könnt euch hier erholen, hochmümmeln, Topo abbauen, wach werden, der eine da hinten, ne, unser Superheiler. Und ja. Dann ist hier soweit alles schick. Gucke mal, da haben wir noch ein Alpha. Naiv, okay. Lass uns den einfach mal kloppen. Hier mit unserem Pseudo-Giga. Wo haben wir ihn? Nee, nicht den Arachnid, nicht die Duda. So, ich habe festgestellt, der hat eine massige Anzahl an Attacken. Natürlich den Linksklick, der hat den Rechtsklick. Dann hat der ein C. Dann hat er ein X. Dann hat er eine Steuerung. Frag mich nicht, was der ganze Kram macht. Habe ich noch nicht getestet. Dann hat der ein Q. Nee, Q hat er nicht. Er hat er nicht. Oh, hat er nicht. Gerade hat er den noch gehabt. Naja, never mind. Schauen wir mal, was du so drauf hast. Viel Damage machst du da nicht dran. Mit dem Linksklick zumindest nicht. Das war nice, Prank. Das war Steuerung. Und X? Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir noch einen Rechtsklick. C. Okay. Viel Rumgeschubse. Unter dem Auge behalten. Naja, wenn die Hops geht, also die SCPs, wenn die Hops gehen, die, diese rote Bloodhound-Gang, ist nicht so wild. Müssen wir ein paar noch von den Killen gehen, dann haben wir wieder genug Fleisch, können wir die neu craften. Ist schöne Wegwerf-Dinos. Sieht ja wild aus, der Fight, wo man viel erkennt, aber guck mal, du komischer Landplesio hier.
wieso kommst du denn jetzt noch mit? Waren wir zu nah an der Basis dran? Wolltest du auf einmal mitkämpfen? Kein Problem, machst halt auch noch mit. Kämpfst eh ganz gut. Haben wir da was Nettes bekommen? Ich sehe nichts Berauschendes, außer hier der Chibi dafür. Naja, muss ja auch nicht immer super Geschenke geben, ne? Außer, dass du viele Levelchen jetzt gemacht hast. So, du brauchst noch... brauchst noch 12 Punkte. Warte mal, du brauchst vielleicht nur ein... Halt doch mal still! Du brauchst eigentlich nur einen Punkt in Melee Damage und der Rest kann in hier so reingeballert werden. Sweet. Ah. Der ideale Platz, um da runterzukommen, du. Packst du Dino weg, guckst du direkt einen Raptor in die Fresse. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen, ey. Och, ihr wolltet auch mitkämpfen? Naja. Das sind unsere treu ergebene Dinos, ne? So sind sie halt. Stehen ja auch auf Attack My Target. Dann bleibt das schon fast nicht aus. Autsch. Kann ich ein andermal aufräumen. So, jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Langsam zusammenraffen. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen was tun. Brauchen wir wieder irgendwas für Thumbnail. Muss man ja... Da bisschen Wasser gekriegt haben, ne? Hier so mit nämlich die Flaggen oder sowas. Die können wir mal eben aufstellen. Und die beiden heute, die waren... Das wird zwar nicht so berauschend. Aber dafür haben wir extra da oben ja unsere Trophäenbereich. Die ich auch noch nicht so wirklich vorgestellt habe. Aber naja, das ist ein Trophäenbereich. Wisst ihr das jetzt auch? So. Ihr seid. Die Flaggen machen keinen Unterschied, wa? Das 1, 2, 3, ja, ja. Chibi kann da rein. Ich hab dir doch. Da. Hier haben wir Haut. Haben wir sonst noch irgendwas an Haut? I don't think so. Nö. Bam, bam, bam. Du kannst da rein. Du kannst da rein. Du kannst da rein. Jo, das sollte erstmal so passen, soweit. So, ne, ne. Schuppidubidub. Da habe ich noch das letzte Thumbnail gemacht mit den ganzen Artefakten. Die habe ich ja kurz hier aufgebaut gehabt. Nicht Artefakte? Doch, doch, die Artefakte, genau. So, was hatten wir hier schon mal? Da hat man eine Spinne. Ich wollte gerade mal Spinne sagen. Eine Spinne. Drache. Der ist ja fast islandmäßig. Da machen wir den Drachen hier. Unherrlich prächtig. Dann haben wir noch den Gorilla. Genau, genau. Den Gorilla noch. Das haben wir voll island. Und anstatt Overseer haben wir noch eine Manticore. Wo packen wir die Manticore-Flagge hin? Hier so. Ja, dich sieht man super. Danke für den Schattenwurf. I'm sowas von begeistert. Können wir denn auch Podeste dann so ein bisschen den Häuten zuordnen? Was haben wir denn hier? Drache Alpha. Wunderherrlich prächtig. Das passt. Dann lassen wir einfach so gepostet, wie es ist. Und dann gehen wir hier nochmal eine Haut rein. Was haben wir hier? Den Mega Pitikus. Warte. Mega Pitikus. Ja, klar, ist Affe. Dann können wir das auch dann tatsächlich bei Affen hinpacken. Guck mal einer an. Hätten wir nur noch von der Lyrics in die Haut ziehen müssen. Naja. Nicht schön, aber selten. Außer der Ruckler-Spagat. Hier mal wieder. So, dann machen wir so. Den machen wir so. Den machen wir so. Ja, das war's dann ja für diese Folge erstmal. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ich hab gedacht, wir würden jetzt da irgendwie in dieses Anti-Element kommen, auch wenn wir nicht sofort die besagte Menge, die wir brauchen, kriegen würden. Aber ich dachte, wir kommen dann wenig mit dem anderen Hybriden-Mod weiter, aber nö. Irgendwie nicht. Irgendwie kommen wir da nicht dran. Vielleicht müssen wir den öfters machen oder so. Keine Ahnung, vielleicht dann nur 50%ige Chance zu droppen oder so. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir lassen den Mod jetzt erstmal links liegen. Zwar schon eine Tonne von Ressourcen reingegangen, aber egal. Wir haben noch genug andere Sachen zu machen.
Wenn wir hier dann einfach gucken, hier, was wir noch an Bossen so beschwören können hier. Also, das ist noch einiges, was wir da wohl noch mit Spaß haben können. Dann haben wir noch die aus dem City-Hybrid-Mod. Da haben wir auch noch die Boss-Beschwörer von. Und ja, da kriegen wir noch ein bisschen Spaß. Und ich hoffe, dass wir auch demnächst dann wieder weitermachen können mit unseren Hybriden. Ich glaube, den nächsten Hebivore können wir schon in der nächsten Folge machen. Also, mal gucken, wenn das soweit ist, wenn er soweit passt, können wir den dann da tatsächlich mal angehen. Lass uns mal nochmal gucken, was wir denn an Shinies haben. Thornweaver, Thornweaver kenne ich beides noch nicht. Aber ja, da können wir mal. Midnight SCP 4975. Ist auch was wir nicht kennen. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist noch interessant. Das ist noch interessant. Und das wäre auch noch interessant. Na gut, das sieht so aus, als wenn wir in der nächsten Folge eine Runde Shinies holen gehen. Und so Sachen, die wir noch nicht kennen. Und danach gucken wir mal, wie weit wir mit den Hybriden kommen. Ja, das soll es aber definitiv erstmal für diese Folge gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Abonnement da, haut den Like-Button hoch, haut ein paar Namensvorschläge in die Kommentare rein für unsere Dinos oder welche Mods ihr gerne sehen würdet in der Zukunft und welche Mods ihr noch in dieser Season eventuell noch sehen würdet. Obwohl, na, das könnte schon ein wenig knapp sein. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt, aber ja, probieren könnt ihr das ja mal. Wer weiß, wer weiß. Gut, in dem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, gebt der Gas und habt da Spaß und winke, winke.